Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute soll es wieder um den EOD 9 gehen, ja, beziehungsweise ein Teil, was im EOD 9 noch fehlt. Ich habe es lange angekündigt, das Heizungsbedienelement. Und zwar haben wir das oder habe ich das heute bekommen von Philipp. Danke dafür nochmal. Und ja, das soll heute alles ein bisschen fertig gemacht werden. Eigentlich wollte ich mich um die Buchse hier in dem Achsschenkel kümmern. Und die erneuern ungefähr so wie der Schönheitsdoc die Momo von Heidi Klum erneuert hat. Allerdings machen wir das nicht, sondern wir machen wirklich damit weiter. Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man das Element ausbaut und quasi auseinander nimmt. Und dann zeige ich euch, was ich quasi jetzt bekommen habe. So, hier haben wir einmal den Seilzug aus dem Beifahrerfußraum. Und hier an den Seiten, da sieht man es, muss man das Ganze dann entsprechend abschrauben. Das mache ich jetzt einmal kurz. So, das ist das. Das ist dann hier unten noch mal verschraubt, insgesamt dreimal. Hier oben einmal geklippt, ja, alles gar kein Akt. Und bevor ihr das Ganze abbekommt, müsst ihr natürlich die Knöpfe rausnehmen. Wenn man das jetzt, man sieht es hier leicht, da könnt ihr einfach mit dem Schraubendreher rein, die einmal aushebeln und natürlich die beiden hier oben auch noch rausnehmen und dann könnt ihr die schwarze Blende einmal abziehen. So sieht das Ganze dann einmal aus. Hier oben die beiden Schrauben habe ich auch schon rausgenommen. Ja, also da auf der anderen Seite. Und ich habe natürlich auch das Teil. Ja, und hier mit der Leiste die Knöpfe. So, und dann habt ihr die Möglichkeit, das hier quasi auch nochmal abzunehmen. Dieses graue Teil. Und das mache ich jetzt auch einmal. Und dann zeige ich euch, warum ich das Ganze gemacht habe. Ja, dabei ist auch das Vorgehen natürlich ganz simpel. Diese Clips hier, ja, hebelt ihr auch wieder hoch, zieht das Ganze raus und hier oben die Knöpfe, also die hier, ja, könnt ihr einfach leicht nach oben biegen und einfach rausziehen. So, hier haben wir jetzt das komplette Bedienelement. Vorsicht, das Ganze ist ein bisschen fettig. So, dann kann man hier einmal die Schraube rausnehmen. Ja, ich weiß nicht, ob man sie sieht. Da ist auf jeden Fall eine Schraube und hier ist eine kleine Schraube. Wie man sieht, sind hier so LEDs mit so flachen Köpfen dran. Ja, man sieht es, glaube ich, ganz gut. Ja, und die wollen wir austauschen, nicht nur weil die auch kaputt gehen können, sondern die haben ja alle unterschiedliche Farben. Und wenn man das in einer Farbe haben will, kann man das natürlich wechseln. Und zwar sind hier oben jeweils immer die Lötstellen, ja, die also einmal heiß machen, sodass sich das Ganze löst, ihr die LED rausziehen könnt und eine neue einfassen könnt. Welche Stärke ihr da haben wollt und welche Farbe ist natürlich euch überlassen. Wenn die Dinger zu hell sind, einfach einen Vorwiderstand reinknallen und dann werden die auch dunkler. Ja. Und so wird aus denen hier die hier. Ja. Zeige ich euch mal. Und zwar habe ich ja vor langem angekündigt, dass die in der Mache sind. Ja, Philipp hat mir hier meine neuen LEDs eingelötet. Hier vorne sieht man ganz leicht genau da diesen Vorwiderstand, da ist die kleine blaue Kartusche da vorne. Und hier sind die oben entsprechend verlötet worden.
Ja, allerdings fällt einem auf, die haben nicht diesen viereckigen flachen Kopf, sondern sind rund. Das heißt, man hat das Problem, dass man die Knöpfe nicht mehr drüber kriegt. Ja, also spätestens hier bleibt man hängen. Ja, also man kriegt ihn nicht hier oben wieder drauf geschoben. Das heißt jetzt für mich, dass ich natürlich Werkzeug zur Hand nehme und das Ganze runterfräse. Ja, also ich quasi schaue, dass ich hier unten und da oben das Ganze einmal flach mache. Oder man kann auch alternativ die Knöpfe aufdremeln. Das Problem ist allerdings, dass man dann vielleicht das Problem hat, dass man hier oben das Ganze sieht, wenn man das wegmacht. So, in meinem Fall nehme ich dafür eine Feile. Ganz einfach, weil das natürlich auch schnell geht und zum anderen, weil ich die elektronische Dremel hat nicht jeder und deswegen machen wir das so. So, was man jetzt sieht, ist, dass die LEDs auf der Ober- und auf der unteren Seite relativ trüb sind, macht aber nichts, weil hier das Ganze immer noch klar ist. Ja, hier sieht man das ganz gut. Ja, so sieht man das, glaube ich, ganz gut. Und hier auch. Allerdings würde ich euch empfehlen, die vorher anzuschleifen oder zurechtzufeilen, weil in diesem Fall sind zwei Stück schon rausgekommen und die anderen hängen alle relativ lose drin. Deswegen würde ich euch das so empfehlen, das vorher zu machen. Na, man sieht das hier sehr gut. Das heißt, ich werde natürlich jetzt nicht zeigen, wie die im Auto aussehen, sondern nur eben ausprobieren, ob die überhaupt funktionieren. Und das war es dann auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wollte euch eigentlich nur mal damit zeigen, quasi, was denn noch am Civic fehlt oder was so lange gedauert hat. Also ich habe jetzt die LEDs im Heizungsbedienelement. Wie man das aufmacht, habe ich euch ja gerade gezeigt. Entsprechend müsst ihr dann einfach nur andere LEDs einlöten. Farbe könnt ihr euch natürlich dann immer aussuchen. Helligkeit müsst ihr im Zweifel schauen, dass ihr dann einen Vorwiderstand mit einbaut. Dann wird es die Tage ein Update geben im nächsten Video, denke ich mal, wie das Ganze eingebaut aussieht und wie das Ganze dann auch in Funktion aussieht. Ganz einfach, weil die LEDs heute Abend nochmal nachgelötet werden müssen, nochmal ein bisschen angeschliffen werden müssen, ganz einfach, damit das Ganze passt. Ich habe euch ja erklärt, diese viereckigen LEDs, gab es halt nicht leider und deswegen muss man die ganz einfach selber ein bisschen in Form bringen. Ja, und dann würde ich sagen, lasst wie immer fleißig Support da, ja, Däumchen nach oben, Kommentar etc. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis nächstes Mal. Bis denne. Tschüss.